Ach so, ich sehe da ganz gut, wie lange ich schon aufnehme. An meiner Sprache. Schnauze. Schnauze. Ob das jemand gehört hat? Das könnte auch jemand gehört haben. Ich hätte gerne eine neue Waffe. Danke. Na, 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 Granate! Idioten. Die sind so besessen darauf, einen Master Chief zu töten, dass sie da gar nicht drauf achten, dass neben ihnen eine Granate runterkommt. Und das ist eine auffällige, wohlgemerkt. Er hat sich das sicher gefühlt, glaube ich. Na, habt ihr das gesehen, was uns das gerade abgezogen hat? Ansonsten mal zurückspulen. Ich glaube, erst habe ich eins abgekriegt und wo ich dann zwei Nadeln schon abgekriegt habe, was für einen Unterschied das macht. Oh, doch. Das ist auf Legendär auch eine Scheißstelle hier. Wegen dem da. Nee, nicht wegen dir. Auf Legendär wäre ich jetzt schon tot. Der haut euren Schild so schnell rund und euer Leben. Das ist nicht mehr lustig. Wenn ihr es nicht schafft, eine Plasmagranate an die zu heften, dann ist es echt schwierig. Je besser der Rang, umso schneller schießen die irgendwie auch, habe ich das Gefühl. Der zeigt es mir nämlich ganz schön. Mann! Ich versuche nur einfach mit einer Granate zu erwischen, aber es klappt nicht. Keine Ahnung, warum der geschrien hat. Hätte er nicht geschrien, hätte er mich jetzt besiegt, glaube ich. Wie gesagt, das ist eins ihrer Probleme, dieses Schreien. Das klang. Ich würde sagen, das klang nach Elite. Jetzt sterbe ich durch die Grunts. Scheiße, diese bescheuerten Grunts. Naja. Ich hätte mir auch ein bisschen Leben holen können zwischendrin, fällt mir gerade so ein. Sterbt durch die Waffen eurer Meister. Ach, kein Kontrollpunkt, das muss ich in... Oh Mist, der war schon tot. Wollte nur nicht, dass mir noch was in den Rücken fallen kann. Okay. Du hast doch selber gesagt, Schluss jetzt. Wo kommst du denn her? Die Waffe. Da fällt mir ein. Wir haben doch hier. Feldmeister, ich habe hier was für dich. Der kommt von da oben runter. Komm. Hahaha. Glück gehabt. Das killt ihn jetzt. Also dafür ist ein Nadler echt super. Gegen solche Gegner. Der hat einfach so viel Schild, der hat das alles weggesteckt. Also die normalen Roten sind dann eigentlich direkt platt. Man kann auch eine Plasmapistole nehmen und ein Schild überladen. Ich bevorzuge trotzdem Menschenwaffen. Es ist einfach so. Hm.
Das mag auch sein, weil wir ja eigentlich einen Menschen spielen. Oh, ja, so geht's auch. Das waren sie selber, die Trottel. In einem Teil vom Buch ist auch richtig schön beschrieben, wie der gegen einen Crunch schlägt und er hört, wie der Knochen knackt, als er gegen ihn schlägt. Ja, das werdet ihr. Ich weiß gar nicht, ob die einen natürlichen Alterungsprozess unterliegen wie Menschen. Ich würde ihn gerne unterbrechen, allerdings hätte es auch Nachteile, wenn wir das tun würden. Nie alt werden ist für den Einzelnen gut, für die Masse schlecht. Wenn ich mich recht entsinne, kamen mir noch Benjis. Bin mir nicht ganz sicher. Jetzt auf mit dem Scheiß. Das irritiert mich. Eigentlich wollte ich ihn da hinten erschießen. Aber die sind echt reingesprungen. Wenn es so weitergeht, da schieße ich ihn auch noch. Ja, geht doch. Nicht elegant, aber es klappt. So, und jetzt müssen wir uns mal um den da kümmern. War doch noch ein Liter. Da ist er. Der hat auch schon einiges abgekriegt, würde ich mal sagen. Das mache ich einfach immer nur, um meinen Rückzug ein bisschen zu sichern. Nein. Ah, ich wollte gerade sagen, ist runtergefallen. Schade. Nadeln kann man sich halt. Nadeln kann man relativ gut ausweichen. Das ist wieder der Nachteil an den Dingern. Hat gerade jemand seinen Freund angeschossen? Passiert im Besten. Passiert wirklich auf dem Krieg. Friendly Fire ist echt nicht ungewöhnlich. Was aber auch daran liegt, dass meistens erst geschossen wird, bevor Fragen gestellt werden. Das ist auch das, was mich immer in Counter-Strike, ich spiele Counter-Strike echt nicht gern, weil ich bin jemand, der zögert. Ich find's auch viel schlimmer, jemanden einen aus dem eigenen Team zu erschießen, als zu sterben. Auch im echten Leben, damit könnte ich wahrscheinlich echt eher leben. Leben. Relativ. Ihr wisst, was ich meine. Also damit würde ich eher. Also, damit. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkommen könnte. Wenn es ein Feind ist, wahrscheinlich eher, auch wenn das schon übel ist. Aber wenn man vielleicht einen Freund oder so aus Versehen erschießt. Genau, ins Knie. Explodier dich ins Knie. So, da kriegen wir wieder alles, was wir brauchen.
Auch eine Bazooka. Die nehmen wir mit. An der Stelle solltet ihr die mitnehmen. So macht Kämpfen Spaß. Ich meine, das Leben jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber auf Legendär seid ihr froh für jedes Leben, was ihr findet. Ihr habt's eh nicht lange. Ich war sowieso fast permanent im roten Level. Weil wenn euer Schild runter ist, seid ihr... Was willst du? So. Dass sie überhaupt erst versuchen, gegen mich zu kämpfen. Aber sie müssen's. Die oberste Macht, also von ihnen, die Hierarchen, die Herrscherkaste bei denen, wird's wahrscheinlich nicht gern nicht sehen. Du hast da was an der Brust. Ein schöner Orden. Rennt übrigens sofort weg, weil die, wie ihr gerade gesagt habt, die rennen auf euch zu. Gott, sind die blöd. Das ist schlecht für mich. Er hat mich zwar nicht erwischt, aber es ist schlecht. Da bin ich so lange bin ich eingekesselt gewesen. Niemals blind nach hinten laufen, wenn ihr wisst, dass eine Granate liegen könnte. Ja, das hat sie getoastet. Aber nicht alle. Haben wir es jetzt? Hier drin ist noch was. Ah, das ist eine echt beschissene Stelle da oben. Auf Legendär habe ich es nicht geschafft, die auszuräuchern. Ich habe es versucht, ich habe es dann einfach gelassen. Die ist ja auch nicht wichtig. Die können sich da oben ganz gut verschanzen. Die werden wir noch brauchen. Für eine Stelle hier. Und zwar finden wir hier drüben... Müssten jetzt, hier dürften jetzt zwei Banshees in der Luft sein, oder wenigstens einer. Da drüben. Hunter. Ich höre doch hier einen Banshee, oder? Komm mal her. Menadler prallen übrigens an den ihren Schilden ab. Hey, was machst du da? Hey, wo bist du denn her? Okay, dann muss ich mich halt erst um die kümmern. Okay. Die Taktik ist echt gut, muss ich sagen. So können die Hunter nämlich ihre ganze Stärke ausspielen. Ah, das war schlecht von mir. Können die sich auch selbst töten? Wir brauchen zwei Treffer mit der Bazooka. Keine Ahnung, wie die Plasmagranate da hinkommt. Die will ich nicht verschwenden. Die Hunter sind einfach zu problematisch hier an der Stelle. Und wenn ihr die Bazooka nicht habt, dann ist das eine ganz blöde Stelle. Ich habe da mit allem rübergeschossen, was ich hatte, und das geht einfach nicht gut. Das ist echt blöd. Na, wo kommst du raus? Komm. Komm. Come into my world. Oh Mist. Hast du ein Glück, dass deine Leiche lag?
Ach, was soll's. Das hat ihn ordentlich die Eier getoastet, schätze ich mal. Ich überlege gerade, ob das doof war. Hoppla, das war doof. Oh, da war er. Ich wusste, hier kommt irgendwo noch einer. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Wie wir merken, wird das Spiel auch gerade zunehmend härter, oder? Also es kommen neue... Die Goldenen kommen häufiger. Es werden immer... Also... Es wird noch härter, logischerweise. Je weiter man im Spiel immer vorankommt, umso schwieriger wird es, logischerweise. Immer. Also in den meisten Spielen. Gothic bildet da ein bisschen eine Ausnahme. Gothic ist irgendwie so, dass anfangs hat man so mega zu kämpfen und zum Schluss ist man der Überheld, der alle einfach wegnatzt. Bin gespannt, ob das in Skyrim dann auch so sein wird. Ich bin echt schon gespannt auf Skyrim. Wenn ich einen besseren Rechner gehabt, also wenn ich so ein Mega-YouTuber wäre, dann würde ich wahrscheinlich alles auf Rechner soweit spielen. Die Grafik ist auf Rechner halt doch immer noch besser. Also man hat mehr Möglichkeiten, da Feinjustierungen zu, sagen wir mal, begehen. Ach, diese lustigen Grunts. Diese lustigen Grunts. Habt ihr das gesehen? Hab ich noch dafür? Oh, den Schuss hebe ich mir mal auf. Für schlechte Zeiten. Uns geht die Muni aus. Ich will eigentlich ungern auf den ihre Waffen umsteigen. Müsste aber gleich, müsste bestimmt gleich wieder in Leiche kommen. Das ist ungefähr so ausgerechnet, dass man immer eine Möglichkeit hat, an Muni zu kommen. Vielleicht habe ich es aber auch übersehen. Das wäre natürlich schlecht für mich. Dann schnappe ich mir halt die nächste Waffe von irgendeinem Toten. Oh! Gut, der ist tot. Schauen wir uns den Kerl mal an. Ihr seht, bestehen die aus Aalen und die gehen auch ein bisschen wieder... Entweder werden sie länger oder... Ich glaube, die werden länger, wenn sie sterben. Also die sind eigentlich über 2 Meter groß, aber im Kampf ziehen die sich zusammen. Hier war doch... Ich suche aber eigentlich was anderes. Sind immer 2. Ah. Das ist natürlich jetzt echt Mist. Ich habe keine Zeit mehr zum Spielen, wenn die da sind. Oh, das war echt blöd gelaufen jetzt. Ich möchte mein Leben nicht wieder einbüßen. Das habe ich mir mühevoll zusammengeklaubt. Das ist jetzt blöd gewesen, wenn die dazukommen. Also in Kombination ist halt, dann wären sie dann zum Problem. Weil dann ist man, wie wenn ich meine Granaten werfe, bin ich halt dann der gezwungen ist, sich zu bewegen. Weil die Hunter sollten einen möglichst nicht treffen. Wir haben ja schon gesehen, was für Schaden das anrichtet. Wenn ich eine Superwaffe hätte. Analyse. Das muss der Kontrollraum sein. Raffiniert.
Der Kontrollraum ist ganz links, den sehen wir jetzt gerade noch nicht. Wenn es gut läuft, kann ich die jetzt alle aus dem Hinterhalt ermorden. Ja! Na, was? Die ist abgefallen, habt ihr das gesehen? Aber wir haben ihn trotzdem erwischt. Hab ich da Race? Ach ne, die schießen gerade. Oh. Ich warte mal kurz, bis mein Schild wieder oben ist. Ich kümmere mich erstmal um die Grunts. Der Race ist weniger ein Problem. Lass den Scheiß. Die Ghosts, die Benjis müssen mal loswerden. Bestens, wenn sie hier an der... Aus Versehen an den Rand fahren. Fliegen. Ah, Mist, jetzt haben sie mir ganz schön gezeigt. Ausweichen. Der qualmt schon. Das ist für meine Sache meistens ein gutes Zeichen. Das war ein blauer. Aber ehrlich gesagt, das Schild nützt ihm. Da hinten müssen wir hin. Es gibt zwei Möglichkeiten, dahin zu kommen. Den normalen Weg. Hier sind zwei Benjis. Wenn ihr es schafft, die zu erreichen, könnt ihr da direkt hinfliegen. Dann müsst ihr die ganzen Gegner nicht besiegen. Ja, das geht wirklich. Habe ich beim letzten Durchlauf zufällig geschafft, das erste Mal. Hier hinten steht nämlich noch einer. Der ist runtergestürzt, der Idiot. Warte mal. Okay, das waren die beiden. Also ihr könnt es schaffen. Ihr könnt den Benji nehmen. Und dann gibt es auch den schönen Bug, ihr müsst... ganz, ganz viele Gegner nicht besiegen. Es ist wirklich so, da könnt ihr richtig schön abkürzen. Das sage ich jetzt nicht aus Spaß. Eigentlich spawnen hier später alles voll Gegner hier oben, wenn ihr da hochrennen müsst. Das kommt alles nicht. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Das tötet uns sofort. Übrigens, die Hunter, wenn die hier runterfallen, sind nicht tot. Die leben dann unten weiter und kämpfen weiter gegen euch, wenn ihr unten seid. Habe ich auch mal gedacht, oh, den schmeiße ich runter. Eliten sterben. Wir sterben, kurz bevor wir den Boden antreffen. Aber die Hunter sind wirklich zäh. Ich glaube, die Hunter sind wirklich so das Zäheste, was es hier gibt, wenn sie nicht gerade einen Scharfschützenkugel oder eine Pistolenkugel in den Rücken kriegen. Da sind sie ganz empfindlich. Ich wusste es, ohne Rückenmark können sie nichts. Wir müssen auch aufpassen, er kann uns ganz schnell runterschubsen. Tja. Und er hat sich zusammengezogen. Manchmal geht es nicht so ploppartig, manchmal geht das auch ganz langsam. Tja, diese lustigen Hunter mit ihren Aalen. Ich weiß nicht genau, was das für eine Kreatur, was das für Kreaturen sind. Oh, Stealth Time. Will man nicht hinkriegen. Die kriegt man meistens nicht. Oh, diesmal doch. Haben Sie das gehört? Hihihihi. Na, egal. Gehen wir einfach mal weiter.